PRG ist hier verantwortlich für die Gewerke Rigging, Licht und Videotechnik. Besondere Herausforderung war die Verbindung von Tour und PRG-Produktion. Wir haben es ja hier nicht mit einer normalen TV-Produktion zu tun. Wir produzieren ja hier eine Illusionsshow. Das ist für uns was ganz anderes als die Tourshow. Bei der Tourshow, da ist alles eingespielt. Da sind wir mit 60, 70 Leuten unterwegs. Jeder weiß genau, was er machen muss. Hier haben wir ein ganz neues Programm. Das ist für uns was ganz anderes und macht aber auch umso mehr Spaß. Eine Zaubershow macht es aus Sicht eines Lichtdesigners besonders, weil man mehr mit den Gefühlen spielen muss als mit Effekten. Wenn wir eine tolle Show machen mit Effekten, dann lenken wir von den eigentlichen Illusionen ab. Was wir aber wollen ist, dass die Illusionen beim Publikum ankommen und deshalb müssen wir mit dem Licht die Illusionen unterstützen. Ich kann euch natürlich nicht verraten, wie das mit der Illusionstechnik funktioniert, aber das Zauberwort lautet natürlich Ablenkung. Wir haben Personalpeaks von 75 Mann am Tag gehabt und haben hier an 4 Aufbautagen ca. 150 Tonnen Material eingebracht.